Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem 19. Kanal-Review. Heute mit Steve LP, mit Craziness bei der Sache. Und wir fangen auch gleich Crazy Cross mit dem Kanal Banner an. Und ja, ich kann euch schon mal vorher sagen, dass auf seinem Kanal sehr viel Minecraft läuft. Die Minecraft-Figuren hier leider aber etwas zu klein geraten sind, da das Banner könnte sich noch ein bisschen mehr auf Minecraft konzentrieren. Sonst ist es aber sehr schön mit Figuren von Team Fortress, Mario, Portal 2, Yoshi ist auch dabei. Alles ganz schick, aber wie gesagt, ein bisschen mehr Minecraft bezogen, weil dein Kanal ja auch ziemlich Minecraft bezogen ist. Sonst hatte ich auch zu stehen, dass er ein Let's Player ist, was er denn macht auf seinem Kanal. Und ja, wie gesagt, sehr schön, aber wenn man mal rauszoomt, also das ist ja die reingezoomte Variante, so wie ich sie immer sehe und lieber habe, aber wenn man mal rauszoomt, dann kommt hier am Rand auch nichts mehr. Da könnte man das vielleicht noch ein bisschen anpassen hier an den Rändern, dass da noch irgendwas kommt und dass das Spielbild hier schöner eingebunden ist, aber naja, das ist ja jedem selbst überlassen. Sonst ganz schön das Kanalbanner. Gibt von mir, beziehungsweise warten noch kurz, die Figuren sind auch ein bisschen zu klein, finde ich. Aber na gut, das kann man jetzt nicht wirklich kritisieren. Also eigentlich ist es ein sehr schönes Kanalbanner, muss man halt einfach so sagen. Und selbst wenn ich versuche, Kritikpunkte zu suchen, finde ich selten welche. Und deswegen gibt es für den Kanalbanner von mir 22 von 25 Punkten, weil der einfach schick aussieht. Ich muss das hier mal kurz auf mein Zettelchen ändern, weil ich da eine andere Punktzahl hingeschrieben hatte, die aus meiner Sicht aber momentan nicht mehr gerechtfertigt ist. Da hatte ich nämlich 19 Punkte zu stehen, aber das Kanalbanner ist besser als nur 19 Punkte, deswegen 22 Punkte. Okay, und wir machen gleich weiter mit dem Kanal-Trailer, den ihr unten schon eingeblendet seht. Und ja, viel Spaß!
Ja, das war sein Kanal-Trailer. Ich muss sagen, trotz dass er nur knappe 3 Minuten lang ist, kommt er mir doch sehr viel länger vor. Also er ist ein bisschen länger als mich, was auch an den Spielszenen liegt, die vielleicht nicht ganz so günstig ausgewählt sind. Da es relativ, in Anführungszeichen, langweilige Spielszenen sind, also jetzt wie Rufus aus Deponia seinen Dialog hält oder da seine Luftgitarre macht, ist nicht unbedingt so spannend. Am Ende ist es nochmal richtig schnell, schön geschnitten, so hätte ich mir das eigentlich beim ganzen Video gewünscht. Ich denke, hätte auch anderthalb Minuten hätten da auch völlig gereicht für den Kanal-Trailer. So leider, wie gesagt, zu langatmig und ja, nicht so spannend. Und deswegen von mir für den Kanal-Trailer nur 15 von 20 Punkten, weil es andererseits doch schön ist. Also es versucht ein guter Trailer zu sein, ist aber zu langatmig. Ja, ein bisschen schneller zusammenschneiden und da wird nochmal was draus. So, wir machen weiter mit den Videos. Videos. So, und da schauen wir uns erstmal die Ordnung an. Und hier schauen wir uns mal die beiden Battlefields an. Und dieses Infovideo. Und schauen uns mal hier durch. Wir sehen schon sehr viel Minecraft. Ja, darauf werde ich noch später bei den kreativen Let's Plays eingehen. Wir sehen hier leider jetzt keine Battlefield-Playlist. Wir sehen nur die Info-Playlist. Da scheint aber auch nicht alles drin zu sein. Nope. Also hier haben wir ja beim letzten Mal, also eben gerade gesehen, was ist los zurzeit und das ist nicht in der Info-Playlist drinne. Neue Änderungen, Konzept, da können wir auch nochmal schnell gucken, ob das in der Playlist drinne ist. Ich glaube, ich meine es nicht gesehen zu haben. Ganz runterscrollen und ne. Leider auch nicht drin, das heißt nicht so ganz gut geordnet. Und dann gucke ich nochmal hier rein, ob hier vielleicht Battlefield irgendwo zu finden ist. Aber ich habe es beim letzten Mal nicht gefunden und ich denke, das ist doch hier, Battlefield Multiplayer. Aber ich weiß nicht, ob das ist. Ich schau mal kurz nach. Und was ist jetzt los? Hallo? Jetzt geht's wieder. Ah, okay. Das war ja seltsam. Ja, ich glaube nicht, dass das es ist. Und wir gucken mal bei Call of Duty. Das müsste ja irgendwo in irgendeiner Playlist drin sein. Also ihr seht schon, ich muss relativ lange suchen, um die Videos in einer Playlist zu finden, die ich gerne sehen wollen würde. Und das, also hier ist eine Minecraft drin und das, beziehungsweise nee, doch nicht. ja, und um weiterzugehen, das ist relativ störend und die Ordnung ist nicht so gut, wie sie sein könnte und deswegen von mir für die Ordnung nur 5 von 10 Punkten bei Battlefield halt, beziehungsweise nicht beide Videos in der Playlist sind, die Info-Videos, die zumindest die neuesten sind auch noch nicht in einer Playlist drin. Und ja, alles nicht so ordentlich, wie es hätte sein können, müssen, tun. So, jetzt kommen wir zu den kreativen Let's Plays und hier seht ihr schon sehr viel Minecraft. Zwar auch unterschiedliche Minecraft-Spiele, aber im Grunde ist es ja alles Minecraft. Und selbst wenn da 1000 Disziplinen von Minecraft da sind, über den Multiplayer, über verschiedene, weiß ich nicht, Survival-Games oder Hunger-Games oder was auch immer, das ist alles Minecraft im Grunde. Und Minecraft zählt für mich als ein Projekt.
Und dann hat die hier neben Minecraft noch Super Mario Bros. 1. Ist das 1? Ich glaube, das müsste 1 sein. Oder 2. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch Super Mario Bros. All-Stars. Da hat er hier noch ein paar Demos und Testspiele angezockt. Split Second, ein Rennspiel, Half-Life 2, ein Ego-Shooter, Portal 2, Sonic the Hedgehog und noch mehr Minecraft. Und halt noch eine Let's Talks, wo er wahrscheinlich einfach mal Spiele eine Runde anspielt. Okay, und hier nochmal Super Mario World, aber im Grunde sehr, 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 sehr viel Minecraft, und Minecraft ist ja immer so ein bisschen, das ist jetzt auch ausgelutscht, also das läuft jetzt schon seit fast 3 Jahren und irgendwann ist es halt echt ausgelutscht und nicht sonderlich kreativ, sonst hat er nicht so viel Abwechslung, also da könnte man ruhig noch ein paar andere Let's Plays mit reinbringen. Allerdings muss man sagen, dass er durch seine Let's Talks da versucht, zumindest noch ein bisschen Innovation, noch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Trotzdem gibt es von mir für die kreativen Let's Plays nur 14 von 20 Punkten, weil, wie gesagt, sehr viel Minecraft vorhanden ist und Minecraft macht halt jeder. Minecraft ist ein bisschen ausgelutscht, nicht sonderlich kreativ und deswegen halt nur so wenig Punkte. Gut, machen wir weiter mit den Videos. Ich habe euch jetzt lange genug zugequatscht, befürchte ich fast. Und ja, wir schauen uns einfach mal Battlefield an, oder? Ja, machen wir. Leute, willkommen! Ich guck mal, ob ich kurz mal in deinen Squad rein kann. Nein, kann ich nicht. Zurück bei Battlefield 3. Genau wie ich das gesagt habe, habe ich ihn abgeknallt. Das war echt awesome. Und ich habe einfach dahinter nur noch Premium gesagt, aber naja. Premium ist einfach awesome. Ach, der Point gehört ja schon uns. Natürlich, wie ihr es schon wieder hört, mit... Ich krieg deinen neuen Namen nicht hin. Lee Badlow. Ich kenn dich. Leute, wie ihr vorhin einmal das vorherige Video angeschaut habt, wie gesagt, ich habe einen neuen Kanal und der hat mich früher Joker genannt und er ist auf Joker gewöhnt und also er kann ruhig Joker zu mir sagen und ja. Ich könnte dich auch mit deinem richtigen Vornamen nennen. Das ist nicht so, als würde ich den nicht kennen, ne? Aber ich glaube nicht, dass deine Abonnenten den wissen sollten, oder? Nein, mir ist das wurscht. Ich weiß es nur durch deine Page, weil ich die originale Domain kannte. Welche originale Domain, hä? Die mit, ja, diese mit, diese Page, die mir mal damals mal geschickt hast, da wo ich dann auch dran arbeiten wollte. Mich dann... So, ich glaube, das reicht für den Ersteindruck. Also, seine Videos sind in 720p. Gut und lagfrei, deswegen 20 von 25 Punkten. Die Audioqualität ist, wie ihr am Anfang vor allem gehört habt, manchmal ist dein Mikrofon sehr übersteuert. Und ja, sonst auch nicht so ganz astrein, sind zwar keine Rauschen im Hintergrund oder keine anderen Störgeräusche, aber irgendwie ist das Mikrofon nicht ganz perfekt. Und motiviert ist er aber. Sein Sprachfluss ist allerdings nicht so durchgehend, er geht nicht so krass direkt auf das Spiel ein, redet drumherum auch immer mal gerne. Deswegen für die Motivation von mir 19 von 25 Punkten. Und ich habe mal wieder den Rechner vergessen. Moment mal bitte, Rechner da oben. So. Und wir rechnen das Ganze jetzt zusammen. Da haben wir einmal für die Videoqualität 20 von 25 Punkten, für die Audioqualität 17 von 25 Punkten, für das Kanalbanner 22 von 25 Punkten, für die Motivation 19 von 25
Punkten, für den Kanal Trailer 15 von 25 Punkten. Wie gesagt, ein bisschen schneller, actionreicher schneiden, bessere Spielszenen und dann läuft das. Für die Kriegshelfen Let's Plays 14 von 20 Punkten, wie gesagt, sehr viel Minecraft. Was nicht unbedingt sehr geil ist. Und für die Ordnung gab es nochmal 5 Punkte, alles ein bisschen unordentlicher als es hätte sein müssen. Und was mich zu einem Gesamtergebnis von 112 Punkten bringt. Herzlichen Glückwunsch zur Platin-Liga, verdient wie ich finde auf jeden Fall. Sein Kanal in der Videobeschreibung. Und ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr Lust habt auf Minecraft. Und ja, das war's soweit von mir. Ich verabschiede mich für dieses Mal. Nächstes Mal wird das 20. Kanal-Review kommen. Und dann kommt eine neue Highscore-Liste. Freut euch drauf. Wenn ihr nicht alle Kanal-Reviews gesehen habt, dann seht ihr da nochmal die Zusammenfassung mit den Besten der Besten, der Besten der Besten und denen, die nicht ganz so gut sind. Aber ja, wir sehen uns, bevor ich mich hier noch verplappere.